Die Abgrenzungsvereinbarung. Wie kann ich eine Konfliktsituation außergerichtlich regeln? Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner und in diesem Video erkläre ich genau, wie man eine Abgrenzungsvereinbarung trifft und wozu die da ist, wie man einen Konflikt außergerichtlich rechtsverbindlich regelt. Die Abgrenzungsvereinbarung ist im Wesentlichen eine Vereinbarung, die die gegenseitige Duldung von zwei Parteien regelt unter bestimmten Voraussetzungen. Und ich nehme mal ein Beispiel aus dem Alltag der Marken, weil ich halt Patentanwalt bin und mich viel mit Abgrenzungsvereinbarungen bei Marken beschäftige. Nehmen wir an, dass wir ein Tanzstudio unter dem Namen Marimba betreiben und eine entsprechende Marke angemeldet haben, also in Klasse 41. Dort sind eben zum Beispiel die Dienstleistungen eines Tanzstudios klassifiziert. Nehmen wir dann an, dass es ein anderes Unternehmen mit einer älteren Marke gibt, das heißt Merimba, und das macht Fernunterricht im Bereich der Naturwissenschaften, also beispielsweise in Physik, Chemie oder Biologie. Die beiden Unternehmen werden sich im geschäftlichen Leben überhaupt nie begegnen, ja, weil die vollkommen andere Zielkunden haben, vollkommen andere Vertriebskanäle und so weiter. Also die können sich auch gut im Alltagsgeschäft dulden, haben aber sehr ähnlich klingende Namen in einer gleichen Klasse. Und deswegen bietet es sich da an, das für die Zukunft rechtsverbindlich zu regeln, damit man eben nicht aus Merimba einen Widerspruch einlegen muss gegen Marimba. Denn so ein Widerspruchsverfahren dauert halt irgendwie 1-2 Jahre in der ersten Instanz, kostet jede Partei so 1.500-2.500 Euro erfahrungsgemäß. Und das kann man einfach vermeiden und die jüngere Marke schneller eingetragen kriegen und der ältere kann eben Kosten vermeiden und Nerven und Zeit. Wie geht man nun also vor, um so eine Abgrenzungsvereinbarung zu treffen? Beide Parteien vereinbaren am besten, dass sie erstmal ihre beiden Marken nicht gegenseitig angreifen und auch Neuanmeldungen unter den Bedingungen in der Vereinbarung zulassen, also dem anderen die Freiheit gewähren, eben weiter auch andere Marken für Tanzstudios Marimba anzumelden, zum Beispiel in anderen Ländern oder eine Wortbildmarke anstatt der Wortmarke. Und umgekehrt wird das Tanzstudio dann dem Merimba erlauben, eben weiterhin andere Marken auch in Zukunft anzumelden für Merimba, für Fernunterricht in Naturwissenschaften. Dann ist das Wichtige, dass beide Parteien Vereinbarungen, dass sie in Zukunft eben nicht Dienstleistungen des anderen in Zukunft beanspruchen mit den Marken und auch nicht benutzen. Also dass nicht plötzlich der Fernunterrichts-Merimba auf die Idee kommt, Fernunterricht für Tanzstudios oder zum Tanzen zu benutzen, also anzubieten oder Marken dafür anzumelden. Und umgekehrt darf natürlich das Tanzstudio nicht auf die Idee kommen, plötzlich irgendwie in den Tanzunterricht irgendwelche physikalischen Experimente einzubauen. Also das geht auf keinen Fall. Das sollte auch ausgeschlossen werden, dass eben das Tanzstudio sich verpflichtet, in Zukunft keinen Unterricht für Naturwissenschaften anzubieten und der Anbieter für Unterricht Naturwissenschaften eben nicht sich verpflichtet, in Zukunft nicht Tanzunterricht anzubieten. Wenn man diese Rahmenbedingungen in eine Vereinbarung gießt, dann heißt das Abgrenzungsvereinbarung oder Koexistenzvereinbarung. Diese Vereinbarung wird ergänzt um die üblichen Klauseln, zum Beispiel eine Präambel, eine salvatorische Klausel, den Gerichtsstand, der eben normalerweise auf den Gerichtsstand des Beklagten festgesetzt wird, damit das eben für beide Seiten fair ist. Also die ganz üblichen Klauseln, die Sie von anderen Verträgen oder Vereinbarungen eben auch kennen. Durch diese Maßnahme, durch diese Vereinbarung kann man eben ein Widerspruchsverfahren vermeiden. Jede Partei spart eine Menge Geld, 1.500-2.500 Euro im Widerspruchsverfahren und man spart sich eben auch Zeit. Und diese Abgrenzungsvereinbarung kann man nicht nur in Marken- oder Patent- oder Designsachen, natürlich in jedem beliebigen Bereich des täglichen Geschäftslebens einsetzen. Ich hoffe, ich konnte in diesem Video erklären, was eine Abgrenzungsvereinbarung ist. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie mir einen Daumen hoch. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss, ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.